Hallo allerseits, in diesem Video geht es darum, wie Sie Windows von einem Computer auf einen anderen übertragen, ohne es erneut zu installieren und alle Einstellungen, Parameter, Dateien und installierten Programme zu speichern. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie einen neuen Computer gekauft haben und Ihr funktionierendes Betriebssystem ohne Änderungen auf diesen übertragen müssen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Erstellen Sie zum Übertragen von Windows ein Systemwiederherstellungs-Image. Hierzu sind keine Anwendungen von Drittanbietern erforderlich. Dies kann mit den Funktionen von Windows erfolgen. Dafür machen wir folgende Schritte. Wechseln Sie zu Systemsteuerung, Dateiverlauf, Sicherung eines Systemabbilds, Erstellung eines Systemabbilds. In Windows 7 ist es Systemsteuerung, Archivierung und Wiederherstellung, Erstellung eines Systemabbilds. Wählen Sie das Medium aus, auf dem das Bild gespeichert werden soll und klicken Sie auf Weiter. Ausführliche Informationen zum Erstellen eines Wiederherstellungsabbilds und zum Wiederherstellen eines Windows-Systems finden Sie in einem unserer Videos. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung zu diesem Video. Als Ergebnis wird ein vollständiges Abbild Ihres Systems erstellt, einschließlich aller installierten Anwendungen und Programme, Dateien und Verknüpfungen sowie Einstellungen. Um das neu erstellte System-Image auf einem anderen Computer wiederherzustellen, benötigen Sie außerdem eine Windows-Boot oder Installationsdiskette. In meinem Fall wird ein bootfähiges USB-Stick erstellt. Es kann sich aber auch um eine CD-DVD handeln. Video zur Erstellung eines bootfähigen USB-Sticks für Windows 10, 8, 7 finden Sie in unserem Kanal unter dem Link in der Beschreibung. Danach machen wir Folgendes. Schließen Sie das System-Image und das bootfähige USB-Stick an den neuen PC an. Starten Sie den Computer von einem bootfähigen USB-Stick. Stellen Sie dazu das USB-Gerät als erstes bootfähiges Gerät im BIOS oder UEFI Ihres Computers ein und starten Sie es neu. Wie das geht, erfahren Sie in unserem anderen Video. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Nachdem der Computer vom USB-Stick gestartet wurde, rufen Sie über das Menü Systemwiederherstellung die Wiederherstellungsumgebung auf. Mehr dazu befinden sich im Video unter dem Link in der Beschreibung. Danach wechseln Sie in der Wiederherstellungsumgebung zu Fehlerbehebung System-Image Wiederherstellung. Befolgen Sie als nächstes die Anweisung der Systemwiederherstellung über den Image-Assistenten. Danach beginnt der Wiederherstellungsprozess. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Achten Sie auf einen sehr wichtigen Punkt. Das Übertragen von Windows von einem Computer auf einen anderen ist nur möglich, wenn beide über dieselben Schnittstellen verfügen. BIOS und BIOS oder UEFI und UEFI. Es ist auch möglich, das System von einem Computer mit BIOS auf einen Computer mit UEFI zu übertragen. Da immer mehr neue und moderne PCs in der Regel bereits mit einer UEFI-Schnittstelle ausgestattet sind, sollten Sie keine Probleme haben. Wenn Sie jedoch aus irgendeinem Grund versuchen, Windows von einem Computer mit UEFI auf einen Computer mit BIOS zu übertragen, ist dies nicht erfolgreich. In diesem Fall wird das System-Image nicht wiederhergestellt und es tritt ein Fehler auf, der auf einen Fehler beim Wiederherstellen des Systems-Image aufgrund einer nicht übereinstimmenden Firmware hinweist. In einem unserer Videos erfahren Sie, was auf Ihrem PC, BIOS oder UEFI vorhanden ist und welche Typen es gibt. Link dazu steht in der Beschreibung. Nach erfolgreichem Abschluss
des Wiederherstellungsprozesses wird der Computer neu gestartet und es wird genau dasselbe Windows gestartet, wie dem das Image erstellt wurde. Die Systemübertragung wird am Beispiel von Windows 10 veranschaulich. In Windows 7 sind ihre Aktionen genau gleich. Nur wenn das Image auf einem neuen PC bereitgestellt wird, unterscheidet sich die Benutzeroberfläche der Wiederherstellungsumgebung. In diesem Video wurde eine Methode gezeigt, die auf in Windows integrierten Tools basiert. Zum Übertragen, Klonen, Erstellen eines Images oder zum Sichern des Betriebssystems gibt es jedoch eine große Anzahl von Programmen von Drittanbietern. Das Prinzip ihrer Arbeit ist ähnlich. Es gibt sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Lösungen. Ein kostenloses Beispiel ist AOMEI Backupper Standard oder Macrium Reflect Free. Eine gute Alternative sind Programme von Herstellern von Festplatten und SSDs, Seagate, Disk Wizard, Samsung Data Migration und Acronis True Image, Western Digital Edition. Sie arbeiten aber nur mit Platten aus eigener Produktion. Das ist alles. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal, Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.